Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin. Ja, und Berlin ist heute besonders grauslich. Ja, es ist kalt, es ist nass, es ist laut und das passt zum Thema, nämlich meinem Thema Nazi-Vergleiche. Wie ich darauf komme? Ja, weil in der aktuellen Zeit wird ja sehr bedacht darauf geachtet, dass die aktuelle Politik der Bundesregierung mit ihren Corona-Maßnahmen auf keinen Fall irgendwie verglichen wird mit dem, was hier bereits in der Vergangenheit passiert ist. Ja? Und allein auch nur die Andeutung, dass ich es vielleicht vergleichen möchte oder vergleichen könnte oder dass es notwendig wäre, ist natürlich gefährlich. Okay, gefährlich für manche Leute, die sich dumm dabei anstellen. Aber ich bin Lehrer, es ist meine Aufgabe, verdammt nochmal, Parallelen zur Vergangenheit zu ziehen und die zu diskutieren. Ja? Und wenn ich das nicht selbst mache, sondern andere, wenn ich nur dazu anrege, dann habe ich meinen Job noch besser gemacht. Und das mache ich in der Regel ganz gerne mal, eine Provokation raushauen mit einem Fragezeichen drauf und dann können Sie darüber nachdenken, was dran ist. Sie können sagen, nein, da ist gar nichts dran. Sie können sagen, ja, Volltreffer. Sie können sagen, was Sie wollen, weil in Deutschland gilt Meinungsfreiheit. Okay? So. Also, ich habe ja letztens mal so ein Video rausgehauen, Impfung macht frei, nicht wahr? In dem ich einen Tweet von Markus Söder kritisiert habe. Dadurch, dass ich über ein Schild, das scheinbar dort hängt, wo früher auch schon mal Schilder hingen, mit dem Slogan Arbeit macht frei, da stand jetzt drauf Impfung macht frei, über diesem Bild erschien ein Fragezeichen, ja, und das deutet für mich darauf hin, dass dieses Ding zu diskutieren ist, ob eine Impfung wirklich frei macht. Es gibt natürlich viele Behandlungsmethoden von Corona. Das will ich Ihnen nicht verschweigen, aber ich werde sie auch nicht ausführen, um mich nicht der Kritik von YouTube auszusetzen, dass ich hier medizinische Fehlinformationen verbreite. Ne? Also es hat noch nie nur eine Behandlungsmethode gegeben für irgendeine Krankheit. Da gibt es immer viele, die in Konkurrenz zueinander stehen und von denen sich der Patient normalerweise die aussucht, die dann ihm am besten hilft. Aber zurück zum Thema Nazi-Vergleiche. Dürfen wir das? Ja, aber selbstverständlich doch. Es ist mein Auftrag aus meinem Geschichtsunterricht am Gymnasium, das zu sehen in unserer Zeit, was zu kritisieren ist und das auch laut zu sagen, damit sich unsere Geschichte nicht wiederholt, damit sich die grausigen Verbrechen der Nazis nicht wiederholen. Und wenn ich mir dieses Infektionsschutzgesetz angucke, ja, und die Corona-Maßnahmen und demnächst die Klimamaßnahmen, dann kann ich einfach nur sagen, das ist von oben herab Politik, das ist autoritäre Politik, die in keinster Weise mit meinen Idealen zu vereinbaren ist und die ich zu kritisieren habe und die jeder Lehrer zu kritisieren hat. Und wenn die das nicht machen, dann werden sie das rechtfertigen müssen in Zukunft. Vor ihren Kindern, vor ihren Enkeln, vor ihren Verwandten, vor ihren Kritikern, vielleicht sogar vor dem Gesetz, wenn sie fahrlässige Unterlassungen begangen haben oder wenn sie sogar Kollegen mies gemacht haben, die ihrer Aufgabe nachgekommen sind, die vielleicht sogar vom Remonstrationsrecht bzw. von der Remonstrationspflicht Gebrauch gemacht haben und einfach gesagt haben, diesen Scheiß mache ich nicht mit, okay? So, also Nazi-Vergleiche, ja, bitte. Aber jeden Tag und fett, okay? Aber nicht unfair, fair bleiben dabei. Und das Infektionsschutzgesetz ist ein guter Angriffspunkt, um einen Hebel anzusetzen und zu sagen, so geht's nicht. Das ist staatliche Übergriffigkeit. Die soll sich nie wiederholen, damit diese Verbrechen sich nie wiederholen. Aber in Ansätzen kann ich sie bereits sehen. Tut mir leid, dass ich es sagen muss, es ist so.